Auch der geht sich noch aus, ein kleiner, einfacher Stern mit einer versteckten Blüte, wenn man genau hinschaut. Ich häkle ihn wieder mit einem dickeren Garn, damit du siehst, was ich mache. Damit du genauer siehst, was ich mache. Und wir beginnen mit einem Fadenring mit 5 festen Maschen. 3, 4, 5. Den Fadenring zusammenziehen. Und mit einer Kettmasche in die erste feste Masche schließen. Die Kettmasche zählt mit, also haben wir hier 6 Maschen in der ersten Runde. Die zweite Runde beginnt mit 2 Wendeluftmaschen und in die allererste Masche ein halbes Stäbchen. Und in jede der folgenden Maschen 2 halbe Stäbchen. 4, also die 2 Wendeluftmaschen zählen wie ein halbes Stäbchen am Anfang. 5 und 6. 7 und 8. 9 und 10. 11 und 12. Und die Runde wieder schließen mit einer Kettmasche in die oberste Wendeluftmasche vom Anfang. Die Runde 3 beginnt mit 3 Wendeluftmaschen anstelle des ersten Stäbchens und noch 2 Luftmaschen und einem Stäbchen in die nächste Masche. Ah, die dicke Häkelnadel ist ein bisschen störrisch. 2 Luftmaschen und in die nächste Masche ein ganzes Stäbchen. 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Wiederholen über die ganze Runde. Ich zähle am Ende immer sicherheitshalber, du solltest 12 Stäbchen mit den Wendeluftmaschen vom Anfang haben. 2 Luftmaschen am Ende und eine Kettmasche in die dritte Wendeluftmasche vom Anfang. Wenn du den Arbeitsfaden brav mitgehäkelt hast, darfst du ihn jetzt abschneiden. Du musst ihn nicht vernähen. Ich hasse vernähen, aber das magst du sicher auch nicht so gerne. Die vierte Runde beginnt mit einer festen Masche in den ersten Bogen. Du kannst eine Wendeluftmasche machen oder nicht, ist egal. Und 7 ganzen Stäbchen in den nächsten Bogen. Also in den nächsten Bogen 7 ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und wieder eine feste Masche in den nächsten Bogen und 7 ganze Stäbchen in den nächsten Bogen. Und wieder eine feste Masche in den nächsten Bogen, 7 Stäbchen in den nächsten Bogen. Einmal zeige ich es dir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und feste Masche in den nächsten Bogen. So wiederholen bis zum Ende der Runde. Und du schließt die Runde wieder mit einer Kettmasche in die erste Masche, in die erste feste Masche. So, da siehst du schon die Blütenform angedeutet. Und damit die ein bisschen betont wird, häkeln wir in der nächsten Runde, in der fünften Runde, immer nur in den hinteren Maschenfaden. Hier mache ich es falsch, nicht absichtlich,
sondern wir beginnen mit einer festen Masche, in die nächste Masche ein halbes Stäbchen, in die nächste Masche ein ganzes Stäbchen, in die nächste Masche zwei doppelte Stäbchen, also zwei Umschläge. Noch eines. Nun ein Dreier Picot, also ein kleines Picot, drei Luftmaschen und mit einer Kettmasche in die Basis. Schau, dass du zwei Fäden erwischst. Das ist damit der dicken Häkelnadel ein bisschen knifflig. Wirst du wohl? Ja. Und noch einmal zwei Doppelstäbchen in die gleiche Masche. Und wir stechen immer nur in den hinteren Maschenfaden ein. Dadurch bleibt so die Blütenform besser erhalten, wird ein bisschen betont. Nächste Masche ein ganzes Stäbchen. Nächste Masche ein halbes Stäbchen. Nächste Masche eine feste Masche. Jetzt geht es wieder bergab. Und eine Kettmasche in die Kerbe. Und es geht gleich weiter mit einer festen Masche. Nächste Masche ein halbes Stäbchen. Nächste Masche ein ganzes Stäbchen. Nächste Masche zwei doppelte Stäbchen. Ein Dreier Picot, drei Luftmaschen und eine Kettmasche in die Basis, dabei zwei Fäden erwischen und noch einmal zwei doppelte Stäbchen in die gleiche Masche. In die nächste Masche ein ganzes Stäbchen, nächste Masche ein halbes Stäbchen. Nächste Masche eine feste Masche und ganz unten noch eine Kettmasche. Also du siehst schon sehr hübsch die Sternform und die Kontur der Blüte bleibt auch erhalten, dadurch, dass wir immer nur hinten einstechen. Einmal zeige ich es dir noch. Eine feste Masche. Die dicke Häkelnadel will mich nicht so recht. Ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, in die nächste Masche zwei doppelte Stäbchen, und ein Dreier Picot, Kettmasche in die Basis, zwei Fäden auffassen. Und noch einmal zwei doppelte Stäbchen in die gleiche Masche. Nächste Masche ein ganzes Stäbchen. Nächste Masche ein halbes Stäbchen. Nächste Masche eine feste Masche. Und in die Kerbe ganz unten eine Kettmasche. So, den Rest kannst du allein. Und wie immer endet die Runde mit einer Kettmasche in die erste Masche. Faden durchziehen und so mindestens 20 cm abschneiden, damit du schön vernähen kannst. Das wirkt jetzt ein bisschen derb durch das dickere Garn, aber ich habe natürlich auch schon einen gehäkelt mit dünnerem Garn, so probiere ich das immer aus zuerst. Also du siehst, da kommen auch die Picots besser zur Geltung. Viel Freude damit!